Es freut mich besonders, in einem vollen Saal hier in einem Bezirk, wo wir immer sehr, sehr gute Wahlergebnisse eingefahren sind, unsere Liste präsentieren zu dürfen, aber insbesondere auch unsere Vorstellungen und unsere Wünsche, die wir dann schlussendlich auch in die Landtagswahlen 2018 hineintragen werden. Und wir haben eines geschafft, ich habe auch ein Problem gehabt mit dem Saal. Der war knallrot. Also der Saal ist normalerweise knallrot, aber wir haben es geschafft. Nicht? Wir haben einen knallroten Saal blau gemacht und ich glaube, dass wir das schwarze Land auch blau machen können und das ist unser politisches Ziel. Ich bin nämlich felsenfest davon überzeugt, dass Tirol was Besseres verdient hat. Was Besseres verdient hat als diese schwarz-grüne Landesregierung der faulen Kompromisse, der sozialen Kälte und der Übernächstenliebe. Das ist eine Regierung, die wir nicht mehr haben wollen und es ist Zeit für die politische Wende und die erläutern wir heute Abend hier ein. Man wird immer gefragt, was man für Ziele hat für Landtagswahlen. Natürlich ist unser Ziel, Verantwortung in diesem Land zu übernehmen. Wir haben eine unglaublich gute Liste und es ist unser Ziel, zweitstärkste Partei in diesem Land zu werden. Und das Sahnehäubchen drüber wäre natürlich, wenn wir eine schwarz-grüne Mehrheit verhindern könnten. Das wäre unser großes Ziel. Unsere Liste ist ausgewogen. Wir haben Arbeitnehmervertreter auf der Liste, wir haben Arbeitgeber, Wirtschaftstreibende, Freiberufler, Anwälte, Architekten, alles Mögliche haben wir auf unserer Liste. Wir haben Jung auf der Liste und Personen, die schon ein bisschen länger jung sind. Wir haben Bauern auf der Liste und vor allem, was mich besonders freut, wir haben hochqualifizierte Frauen auf der Liste, fern jedes Genderwahns und das ist unser Anspruch für die Zukunft. Und natürlich ist es eine Richtungswahl. Die Landtagswahl 2018 wird eine Richtungswahl. In welche Richtung geht Tirol? Wir haben jetzt 4 Jahre schwarz-grüne Landesregierung hinter uns. Und ich mache der ÖVP Tirol einen großen Vorwurf. Ich mache aber auch der ÖVP Salzburg einen großen Vorwurf. Auch der ÖVP in Oberösterreich, Gott sei Dank, ist da bei der letzten Wahl korrigiert worden. Aber auch der SPÖ in Kärnten. Aber auch insbesondere der SPÖ in Wien, wobei man vom Mr. 77%, ich habe am Dienstagnachmittag schon Feierabend, eh nichts anderes erwarten hat können. Sie haben die Grünen in Österreich salonfähig gemacht und die sind nicht salonfähig. Ganz bestimmt nicht. Und ich habe ja mehrere Lieblingsgrüne in der Landesregierung. Der Gebi Meier beispielsweise, der Klubobmann, ist einer meiner Lieblingsgrünen und der hat einmal was Gescheites gesagt, indem er in Richtung uns gesagt hat, die Landtagswahl 2018 wird eine Richtungswahl. Das stimmt, es wird eine Richtungswahl. Es wird ein Richtungsstreit, lieber Gebi Meier. Und eins muss auch klar sein, mit dir führe ich gern und mit den Grünen führe ich gern eine Diskussion über Anstand, Werte, Heimatverbundenheit, Nächstenliebe. Und eine Person wie der Gebi Meier beispielsweise, der den Altlandeshauptmann Wendelin Weingartner und den Altlandeshauptmann Eduard Wallnöfer vor etlicher Zeit, der wirklich sehr viel geleistet hat für das Land Tirol, diesen Altlandeshauptmann Eduard Wallnöfer in einer Diskussion als Nazi, indirekt als Nazi bezeichnet hat, da muss ich schon sagen, die Diskussion über den Anstand, lieber Gebi Meier, die hast du schon verloren. Aber was traurig ist, aber was viel trauriger ist in dieser Diskussion, ist nicht, dass er ihn als ehemaligen Nazi bezeichnet hat oder quasi indirekt immer noch als Nazi bezeichnet, sondern traurig an der ganzen Diskussion ist, dass die österreichische Volkspartei, die Tiroler Volkspartei, dazu einfach geschwiegen hat. Die Auseinandersetzung mit den Grünen führe ich gerne. Ein Landtagsabgeordneter, Ahmed Demir, der unsere Klosterfrauen mit Burka-Trägerinnen vergleicht, oder Partei allgemein, die wirklich jede Kultur liebt, außer die eigene Kultur. Mit der führe ich gerne einen Kampf um Platz 2 und ich sage euch, ich verspreche euch, diesen Kampf werden wir 2018 gewinnen.
Und natürlich kommt immer die Frage, Regierungsverantwortung. Ja, natürlich, ja, wir wollen Regierungsverantwortung haben. Ich bin ja nicht in die Politik gegangen, um ständig irgendwelche Sachen anzukreiden, sondern ich bin in die Politik gegangen, um Sachen umzusetzen. Aber nur dann, wenn es auch möglich ist, eine freiheitliche Handschrift zu hinterlassen. So wie in Oberösterreich, so wie im Burgenland, wo wir innerhalb von kürzester Zeit bitte geschafft haben, freiheitliche Handschrift zu hinterlegen, freiheitliche Handschrift auch bemerkbar zu machen. Und da ist auf einmal, habt ihr gesehen, wie reformwillig auf einmal eine SPÖ war, wie reformwillig auf einmal eine ÖVP war. Es funktioniert. Es funktioniert, nur, ehrlich gesagt, bin ich da derzeit in Tirol nicht davon überzeugt. Ich glaube, und das sage ich in aller Deutlichkeit, ich glaube, die Tiroler ÖVP ist noch nicht reif genug für eine Koalition mit der Freiheitlichen Partei. Die ÖVP versteht gerade in Tirol nur zwei Sachen. Macht und Machtverlust. Und zweites wollen wir Ihnen im Februar 2018 zuführen. Erst dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, erst dann ist es überhaupt möglich, dieses verkrustete System in Tirol aufzubrechen. Und die ÖVP müsste sich selber von ihrem eigenen System verabschieden. Und das geht erst dann, wenn wir merklich zugewinnen. Und das werden wir. Und ich glaube aber allerdings, dass die Philippe und der Herr Landeshauptmann Platter die neue Liaison über 2018 hinweg bereits paktiert hat. Aber wir können denen einen Strich durch die Rechnung machen. Wir können denen einen Strich durch die Rechnung machen, wenn wir es schaffen, dass sie einfach keine 50% zustande kriegen. Und das muss unser Ansporn sein. Und deshalb müssen wir ab heute Wahlkampf betreiben. Wir müssen in die Gemeinden, in die Bezirke hinaus, um unsere Frohbotschaft auch an den Mann und an die Tirolerinnen und Tiroler bringen. Das ist unsere Aufgabe und vor der stehen wir. Wenn man sich fragt, wo hat die Tiroler Landesregierung versagt, dann wäre es abendfüllen. Die müsste eigentlich eher kürzer anfangen, wo hat die Landesregierung nicht versagt, aber das soll ja keine Wahlwerbung für die Landesregierung werden. Ich werde ein paar Punkte kurz anreißen. In die Themen Sicherheit, Flüchtlinge, Migration, Integration. Komplettes Totalversagen der Tiroler Landesregierung. Und wenn man ehrlich ist, dann geben wir ja den Ton an. Wir geben als 9%-Partei, weil mehr haben wir nicht. Wir treten anders auf, das ist klar. Aber wir haben in Tirol derzeit leider nur 9%. Da geben wir den Ton an. Und ich frage mich schon, wo die ÖVP Tirol heute wäre, wenn es nicht die Freiheitliche Partei in Tirol gäbe. Die wären heute noch am Brenner oben, Händchen halten mit den Grünen, mit dem Schild Refugees Welcome. Das hat sich Gott sei Dank durch unsere Politik in Tirol geändert. Und dann kommt der Geniestreich mit dem Innenminister Sobotka, der reist dann von fernen Wien an. Es sind nicht alle so herzlich willkommen wie du, lieber HC Strache, die kommen von Wien, muss man sagen, der Sobotka kann bleiben, wo er ist. Der kommt dann her, geht am Brenner auf, schüttelt ein paar Karabiniere die Hand, schaukt, sieht keine Migranten und sagt, naja, ist eh alles in Ordnung. Ne? Dann fährt er an, eröffnet die Polizeiinspektion am Bahnhof, die wir schon seit Jahren, wenn der Rudi Federspieler seit Jahrzehnten, die hat es früher mal gegeben, aber seit Jahren fordern, eröffnet da großartig diese Polizeiinspektion, geht dann in den Rapoldi-Park, den Dealer-Park, nicht? Geht in den Rapoldi-Park und erklärt dann den Innsbruckern, er gibt euch den Park zurück. Ach, schmornisch. Was hat sich denn geändert? Bitte, sagt's mir's. Was hat sich geändert? Wir haben Probleme im Rapoldi-Park, wir haben Probleme am Brenner, es hat sich überhaupt nichts geändert. Und eins ist auch klar, wir haben im Jahr 2016 12.000 illegale Aufgriffe am Brenner. 12.000. Ohne Grenzkontrollen. Und jetzt frage ich euch, wie hoch ist die Dunkelziffer? Nein, ja, viel höher. Nicht? Wenn ich 12.000 aufgreife, ohne Grenzkontrollen, dann wird die Dunkelziffer von weitaus über 20.000, 30.000 sein. Und das ist so. Der Brenner ist leider Gottes ein Scheunentor. Das ist sperrangelweit offen. Und eins ist auch klar. Und wenn ich dann unseren Van der Bellen ich sehe, er hat es wirklich genützt, wo er gesagt hat, Gräben muss man zuschütten. Ich habe gemerkt, ich merke es an eurer Bekundung. Nein, aber da geht er alle nach Wien, nach Italien und sagt, der Brenner bleibt offen, es gibt keine Grenzkontrollen. Es ist ganz klar und das ist Ultima Ratio, auch in Regierungsverhandlungen mit der ÖVP. Am Brenner braucht es effektive Grenzkontrollen. Der Brenner ist dementsprechend zu überwachen. Danke.
Und der beste Schachzug vom Sobotka war ja, dass er jedem quasi eine Belohnung gibt, jedem Asylwerber, der einen negativen Asylbescheid hat, wenn er 1.000 Euro kriegt, wenn er wieder freiwillig zurückgeht. Das ist ja, nein, nicht. Die haben zu gehen. Die müssen abgeschoben werden. Und ich habe mir schon überlegt, ich gebe jetzt jedem Politiker 1.000 Euro, jedem Landesrat freiwillig 1.000 Euro und jedem Minister 1.000 Euro, wenn er freiwillig diese Bundesregierung oder Landesregierung verlässt, weil die haben einen für sich versorgt. Liebe Freunde, der Asylmissbrauch muss gestoppt werden. Wir haben Studien, wo 41% der minderjährigen Asylwerber falsche Angaben machen. Wir haben gefordert im Tiroler Landtag eine verpflichtende Alterskontrolle, ein Altersgutachten. Kann man machen. Wurde abgelehnt. Ein Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung der NAFRI, der Nordafrikaner-Szene. Wurde abgelehnt. Der illegale Aufenthalt soll vom Verwaltungsrecht ins Strafrecht, damit sie eingesperrt werden können, damit sie Haftstrafen kriegen und nicht Geldstrafen, die sie dann mit ihrer Drogendealerei die kriminelle Nordafrikaner-Szene zahlt. Das ist ja irrsinnig, nicht? Die kriegen dann eine Geldstrafe, zahlen mit den Drogengeldern, zahlen sie die Geldstrafe und passiert gar nichts. Die gehören eingesperrt diesbezüglich. Wir haben in Tirol bitte ein noch nie dagewesenes Verbrechen gehabt zu Silvester, in der Silvesternacht, wo 18 Frauen sexuell attackiert wurden. Das hat es noch nie gegeben. Und was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Wir haben Vergewaltigungen in Innsbruck gehabt, traumatisierte Opfer, eines durfte ich anwaltlich vertreten und es ist nichts passiert. Liebe Freunde, man darf da nicht zur Tagesordnung übergehen. Solche Individuen sind einzusperren oder unverzüglich abzuschieben. Die haben in Österreich überhaupt nichts verloren. Und der letzte Hohn, ich habe ja eigentlich just studiert, aber auch die kennen die Gesetzeslage, aber da hat mir mal jemand aufmerksam gemacht, dass Asylwerber, die nach 6 Jahren den Staat, also nach 6 Jahren ab Antragstellung, bitte haben das automatisch Recht auf Asylbewerber, also auf die österreichische Staatsbürgerschaft. Nicht? Die müssen Deutsch kennen, einer muss Deutsch kennen, der Familiennachzug muss nicht mehr Deutsch kennen, das ist ja das Idiotische, nicht? Aber der muss Deutsch kennen, hat nach 6 Jahren einen Rechtsanspruch. Und dann, und das muss ich euch sagen, das ist so, die ÖVP und die Grünen haben einen Prüfantrag im Tiroler Landtag verabschiedet, der ein Ausländerwahlrecht beinhaltet. Das heißt, da geht es nicht mehr nach der Staatsbürgerschaft, sondern da geht es nach dem Aufenthalt in Tirol. Also jeder Tiroler oder jeder, der in Tirol aufhältig ist, wäre dann wahlberechtigt, ohne hier österreichischer Staatsbürger zu sein. Und das sind natürlich Entwicklungen, die absolut dramatisch sind. Und ich sage euch, kommt Schwarz-Grün 2, kommt das Ausländerwahlrecht. Und das garantiere ich. Das ist nämlich von der Landesregierung eingebracht worden. Die Ergebnisse dieser Studie sind noch nicht veröffentlicht. Und eins ist auch klar, ich bin zuallererst Anwalt der Tirolerinnen und Tiroler und ich habe mich der Nächstenliebe verpflichtet, nicht der Übernächstenliebe. Weil eins ist auch klar, die ganze Welt umarmen, das werde ich nicht erschaffen, abgesehen davon, dass ich das überhaupt nicht will. Und die ganze Sicherheitsdebatte ist eine Frage der Grundeinstellung. Und da muss man sich eindeutig überlegen, dass gewisse Sachen mit gewissen Parteien überhaupt nicht gehen. Die Thematik Sicherheit, Integration und Migration. Und wenn ich dann natürlich eine Politik verfolge, die mit Tradition, mit Werten, mit nationaler Identität überhaupt nichts mehr zu tun hat, ja dann bin ich aus meiner Sicht falsch in einer Landesregierung, weil es ist immer das Gleiche, auch mit den Ausschreitungen gegenüber Polizeibeamten. Nicht? Polizeibeamte, die tagtäglich bitte ihre Sicherheit, ihr Leben aufs Spiel setzen für unsere Sicherheit, die werden dann noch beschimpft, wie in Frankreich jetzt brennen Polizisten, da hat es schwere Verletzungen gegeben. Hört man da irgendwas von den Grünen? Habt ihr irgendwann einmal was gehört von einem Grünen, wenn irgendein Polizeibeamter verletzt worden ist? Da höre ich nichts. Aber sobald sich irgendein linksextremer Demonstrant den Fingernagel umbiegt bei einer Demonstration, da schreien alle gleich Polizeigewalt. Sowas geht nicht. Die Polizeibeamten gehören geschützt. Die Polizeibeamten gehören geschützt und eigentlich gehört die Bevölkerung vor den linken Träumern und den Grünen beschützt. Das ist zumindest meine
Ansicht. Und die ÖVP ist gerade in Sicherheitsbelangen für mich eine große Enttäuschung. Und das ist auch immer typisch ÖVP. Ein ÖVP-Politiker kennt daran, dass er bei Schützenveranstaltungen einen großen Tiroler außerhängen lässt. Ne? Dann ist er der große Tiroler. Ne? Dann steht er da vor die Zillertaler Schützen und sagt, bah, wir Tiroler und hin und her. Und der Gleiche, der fährt dann nach Wien, da ist er dann auf einmal kein Tiroler mehr. Ne? Da ist er Österreicher. Ne? Da muss er die österreichischen Interessen vertreten und da vergisst er die Interessen der Tirolerinnen und Tiroler. Und ganz schlimm ist, wenn der gleiche Tiroler, der gleiche ÖVP-Abgeordnete dann nach Brüssel reist, nicht, weil dann ist er Europäer, nicht? Dann hat er mit Österreich nichts mehr am Hut. Und so schaut es aus. Das ist leider so. Das ist gerade in der ÖVP eine große Tradition. Und die österreichische Volkspartei, die Tiroler Volkspartei, ist schon lange keine Sicherheitspartei mehr. Es ist eine Partei, die gerne die beruhigenden Worte pflegt, aber nicht die Taten. Und eins ist klar, und ich sage das ganz klar, auch, das habe ich im Landtag schon gesagt, die ÖVP Tirol ist für mich eine sicherheitspolitische Nullnummer. Und das bleibt sie ja, solange sie zumindest diesen Koalitionspartner hat. Wirtschaft und Umwelt ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Man sagt immer, Tirol steht so gut da, den Tirolern geht es so gut, Tirol ist so reich. Ja, ich weiß nicht, ist bei euch angekommen? Also ich frage mich immer, wo kommt das an? Also ich fühle mich, wenn ich mit den Leuten rede, da sehe ich nicht lauter Reiche und lauter Tiroler, denen es so gut geht. Fakt ist, dass sich die Landesregierung, das Land, quasi auf Kosten der Gemeinden saniert. Die Gemeinden sind überschuldet, wir haben Gemeinden, die quasi eigentlich Konkurs anmelden sollten, aber das Land Tirol, die ÖVP Tirol, rühmt sich immer mit der sogenannten schwarzen Null. Ja, teilweise frage ich mich wirklich, ob das langsam ein bisschen politisch gemeint ist, weil an und für sich, was die Finanzen betrifft, kann es nicht ganz gemeint sein. Nicht? Mein Ziel wäre wieder freie Gemeinden. Eine Bedarfszuweisung beispielsweise, wo nicht der Bürgermeister jedes Jahr wie quasi zum Landesfürsten pilgern muss und betteln muss, dass er wieder irgendwas fürs nächste Jahr ins Budget aufnehmen kann, sondern ein transparentes System. Das haben die Grünen auch nicht umgelegt. Und da ist jetzt wird diskutiert, die Gemeindefusionen. Für uns ist eine ganz klare Diskussion diesbezüglich, eine ganz klare Haltung. Gemeindefusionen wird es nicht geben, solange die Gemeinden nicht freiwillig das wollen. Und da muss eine verpflichtende und verbindliche Volksabstimmung durchgeführt werden, sonst sind Gemeinden so zu belasten, wie es ist. Wir haben ein Natura 2000-Debakel für alle jene, die das noch nicht so ganz verfolgt haben. Da geht es prinzipiell grob darum, dass eben die Europäische Union in Zusammenarbeit mit den Grünen und als Beitragstäterschaft die ÖVP Tirol hier eine Käseglocke über gewisse Regionen drüber stülpen will und dann in diesen Regionen überhaupt nichts mehr vorangeht. Das ist eine Gefährdung des Tourismus und der Wirtschaft schlechthin. Und eins ist auch klar, man soll nicht immer auf Brüssel schimpfen, das ist mir durchaus klar, aber eins ist mir ganz klar geworden in der Diskussion über den Natura 2000, Naturschutz, Umweltschutz ist Landeskompetenz. Ich muss mir nicht von der Europäischen Union vorschreiben lassen, welche Blumen wir zu schützen haben oder welche nicht. Die können wir Tiroler, Tirolerinnen selber bestimmen und da brauche ich kein Brüssel dazu. Und das führt nämlich genau auch wieder zur EU-Verdrossenheit, zu Recht. Das führt absolut zu Recht zur EU-Verdrossenheit und wie gesagt, auch in dem Bereich hat die österreichische Volkspartei hier versagt. Sie wurden von den Grünen über den Tisch gezogen und ja, es ist immer die Diskussion Umwelt, Wirtschaft, jeder Eingriff in die Umwelt, jeder Eingriff, jede Errungenschaft der Wirtschaft, dieser Eingriff in die Umwelt, das ist mir klar, aber man muss immer beide Seiten beleuchten, zum einen die Umwelt und zum anderen natürlich auch der Mensch, der im Lebensraum hier auch irgendwie davon Leben hat. Wir sind keine Ökofaschisten, ganz sicherlich nicht. Eine vernünftige Symbiose zwischen Natur und Mensch braucht es. Die Grünen dagegen, ja, die Grünen sind die Schutzherren der Frösche, Lurche und sonstigem Getier, aber sicherlich nicht die Schutzherren der Tiroler und Tirolerinnen, so schaut es aus. Ja, und ganz interessant ist, wenn die Grünen von Umwelt reden, der Rudi Federspiel in Innsbruck kann ein Lied davon singen, für mich sind es Pharisäer, es sind grüne Pharisäer, weil wenn man sich anschaut, was die Grünen jetzt am Bad Schakofel machen, da roden sie Hektar an Wald, bitte. Ja, die Grünen roden Hektar an Wald, um was zu machen?
eine Seilbahn, eine Skiseilbahn. Früher war ihr Tourismusobjekt, Tourismusgegenpart sozusagen, sie gesagt haben, das ist schlimm, die Schneekanonen. Nicht? Früher haben sie ja die Schneekanonen verteufelt. Ja, wir wissen genau, wo der Wintertourismus ohne die Schneekanonen wäre. Aber da roden sie Hektar an Wald in der Kranebitter Allee, schneiden sie alle Bäume um und sagen, die Bäume waren krank. Dabei haben wir von einem Gutachter uns das anschauen lassen, die waren überhaupt nicht krank. Also das ist auch die Zweideutigkeit dieser Grünen und die pharisäerhafte Haltung der Grünen in bestimmten Fragen. Zum Arbeitsmarkt in Tirol, das ist immer Frage der Gerechtigkeit. Man sagt, okay, die Arbeitslosenzahlen sinken, das ist schön. Man muss aber auch schauen, auf langfristig, ob das auch langfristig hält, ob das nicht nur bedingt ist durch den Tourismus, gerade aufgrund der Saison. Wir haben die Frage, im Arbeitsmarkt ist immer die Frage der Mindestsicherung, ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und der Frage, ist es gerecht, wenn ein Asylberechtigter, der noch nie im Leben gearbeitet hat, der Schutz in Österreich bekommen hat, wenn ein Asylberechtigter ist, zu Recht, der Schutz bekommen hat, Kosten und Logis bekommen hat, der dann schlussendlich versucht, im Arbeitsleben integriert zu werden, schafft er nicht. Ist es gerecht, wenn der dann gleich viel kriegt wie manche Mindestpensionistin in Österreich? Ist das gerecht? Es ist nicht gerecht. Ein Asylberechtigter, der nicht im Arbeitsleben integriert ist, ein Asylberechtigter, der keine Arbeit hat, der soll in der Grundversorgung bleiben, der hat überhaupt nichts in der Mindestsicherung verloren. Der soll Kost und Logis haben, mehr nicht, und ansonsten ist es einfach kein gerechtes System. Und wir wollen ein gerechtes System für alle, die hier aufhältig sind, für alle Tirolerinnen und Tiroler, für alle Österreicherinnen und Österreicher, die zumindest einmal in dieses Sozialsystem einbezahlt haben. Ja, wo kommen wir dann dahin? Wir können nochmal, ich sage es nochmal, nicht die ganze Welt hier versorgen oder quasi hier umarmen. Es ist immer der 1. Mai, ist der Tag der Arbeit, und ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Wenn man sich dann die Veranstaltungen von ÖVP und SPÖ anschaut, dann wird immer wieder propagiert, das Beteuern, das Ankurbeln des Arbeitsmarktes, die Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Wir haben immer noch die höchste Arbeitslosigkeit in der Zweiten Republik, auch in Tirol. Wir haben immer noch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf einen langen Zeitraum hinweg. Wir haben gerade die Personengruppe 50 plus hat extreme Probleme für einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und genau jene Gruppe ist nämlich jene Gruppe, die sich dann zukünftig sehr, sehr schwer tun wird, hier überhaupt im Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen zu können. Eigentlich ist das nicht der Tag der Arbeit, sondern hier der Tag der Arbeitslosen. Und Gott sei Dank haben wir die Diskussion eröffnet, auch uns durch unseren HC Strache, du bist ja damals gesteinigt worden, wo gesagt hast, die EU-Osterweiterung mit den sogenannten Fachkräften aus dem Osten, das ist ein Wahnsinn und die nehmen uns die Arbeit weg. Ja, ist Faktum, nicht? Das ist so. Und eins ist ganz klar, Gott sei Dank wird jetzt darüber diskutiert. Nicht? Im Burgenland hat man ja die Maßnahme ergriffen, dass man mehr Jobs für Burgenländer schafft. Aber eines ist auch klar, ich brauche keine Arbeitskräfte, keine Billigarbeitskräfte aus Osteuropa. Das brauche ich nicht. Wenn, dann brauche ich Fachkräfte. Und eins ist auch klar, ich brauche Fachkräfte und keine Analphabeten mit mehr als fragwürdiger Einstellung zu unserer Kultur und unseren Werten. Das brauche ich auch nicht. Die können da bleiben, wo sie sind. Ich mache mir Sorgen. Das ist im anfänglichen Video deutlich zu sehen gewesen. Ich mache mir Sorgen um unsere Zukunft. Das mache ich mir wirklich. Um unsere soziale Sicherheit, um den sozialen Frieden in unserem Land. Und wenn es nicht eine fundamentale Abkehr der immer noch vorhandenen und fallweise vorhandenen falschen Willkommenskultur gibt, und wenn es nicht tiefgreifende Strukturänderungen gibt, die es leider Gottes nur mit der Freiheitlichen Partei geht oder Gott sei Dank nur mit der Freiheitlichen Partei geben kann, dann sehe ich den sozialen Frieden in Österreich und in Tirol mehr als gefährdet. Ich bin seit 2013 stolzer Obmann der Tiroler FPÖ, seit 2012 im Gemeinderat der Stadt Innsbruck und seit Herbst 2015 im Tiroler Landtag. Wir sind keine Wunderwuzis. Also ich bin auch kein Wunderwuzi. Ich kann auch nicht zaubern, sonst wäre ich wahrscheinlich im Zirkus und nicht heute da. Aber, und das ist entscheidend, für mich sind Worte wie Anstand, Ehre, Werte, soziales Engagement,
Bürgernähe kein Fremdwort, sondern Ansporn und Aufgabe, dass ich jeden Tag aufstehe und vielleicht mehr wie der Häupl, der am Mittwoch schon Feierabend hat oder am Dienstagabend dann arbeitet. Das ist für mich Ansporn und das ist für mich eine Aufgabe weiterzumachen. Ich stelle selber an mich hohe Ansprüche, ich stelle sie auch an den politischen Gegner und ich muss ehrlich sagen, die Ansprüche haben sie nicht erfüllt und ich habe sie mir angeschaut jetzt, nicht? Ich habe sie mir angeschaut seit 2012 und ich schwöre euch, wir kennen das besser. Wir kennen das viel besser und davon werden wir euch überzeugen. Und eins noch, bevor ich dann ganz langsam zum Schluss komme, der Ranzmeier ist schon ganz nervös, deutet schon. Hütet euch bitte, im Landtagswahlkampf werden sie wieder daherkommen, wie die Schwammerl aus dem Boden sprießen. Hütet euch vor falschen Propheten. Ich darf euch daran erinnern, mit mir kommt kein Tempo 100 auf der Tiroler Autobahn. Ja, dann hat es geheißen, der Brückenschlag, viele, die es nicht kennen, das ist eine Skigebietsverbindung, die kommt fix, wenn ich wieder in der Regierung bin. Es ist klar, ich sage es euch, da werden wieder Wahlversprechen kommen, die eine ÖVP nie halten wird können, insbesondere nicht mit dem Koalitionspartner. Und eins ist auch klar, wer Grün-Schwarz 2 verhindern will, muss FPÖ wählen, auch wenn er das vielleicht noch nie gemacht hat, auch wenn er vielleicht früher ÖVP gewählt hat. Das muss klar sein und das müsst ihr allen auch sagen. Wer diese Regierung verhindern will, der muss FPÖ wählen, sonst gibt es keinen Weg, sonst kommt die schwarz-grüne Neuauflage. Und wenn Schwarz-Grün 2 kommt, der darf sich dann nicht wundern über ein Ausländerwahlrecht, der darf sich dann nicht wundern über die Natura 2000 Maximalvariante und da darf sich auch nicht wundern, wenn dann Tempo 80 auf der Autobahn ist. Das wird nämlich kommen mit dieser Regierung. Aber Österreich, Tirol, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, Österreich, Tirol darf nicht enden. Es soll weiterhin ein wunderbares Land bleiben. Und es ist aber in Gefahr und ich bin da kein Schwarzmaler, ich bin da kein Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas. Aber wenn man sich gerade gewisse Wortmeldungen, bitte jetzt nicht wieder pfeifen, wir sind live, unseres Bundespräsidenten anschaut in den vergangenen Tagen, wo es eben diese Geschichte mit dem Kopftuchsager war, oder wenn es dann Aussagen von ihm gibt, und ich habe das damals im Wahlkampf immer wieder gesagt, da hat man das ist immer ein bisschen weggeschoben. Er hat damals, der Van der Bellen, in einem Interview mit dem Norbert Hofer in der Tiroler Tageszeitung gesagt, wo der Norbert Hofer gesagt hat, er fürchtet, dass in 2-3 Generationen muslimische Jugendliche die Mehrheit haben. Da hat der Van der Bellen darauf geantwortet, das schreckt mich nicht. Ja, mich schreckt es schon, aber das hat System bei ihm. Das hat System bei ihm, das ist der Kopftuchsager, das ist diese Geschichte im Wahlkampf und das wird noch schlimmer werden. Und unser Ziel ist es, dass wir euch unser Tirol zurückgeben, beziehungsweise in jedem Fall unser Tirol erhalten. Ich will kein Tirol der Philippes, der Bauers oder der Van der Bellens. Für das ist mir unser Vaterland, unser Heimatland viel zu schade. Insbesondere will ich weiterhin in einem Land leben, in dem unsere Kultur und unsere Werte, in dem man sich dazu noch bekennen kann, die sie leben kann, ohne ausgelacht zu werden. Ein Tirol ohne Redeverbot und Denkverbot und insbesondere ohne jegliche Verschleierung unserer ach so wunderschönen Frauen. Ich will die nämlich so schauen, wie Gott anschauen, wie sie Gott geschaffen hat und nicht wie irgendein Mann geglaubt hat, dass er irgendwelche Frauen verhüllen muss. Weil das ist eine Unterdrückung der Frauen, da machen wir nicht mit. Für das haben unsere Frauen Jahrzehnte, Jahrhunderte lang gekämpft. Und abschließend noch, ich bin vor kurzem darauf hingewiesen worden, weil ich ab und zu mal den Geistesblitz habe, dass ich auch meine Familie auf Facebook poste, also meine Frau und meine Tochter, eh so, dass man meine Tochter vom Gesicht her nicht sieht, weil ich das ja selber auch nicht mag, wenn dann, also das ist eigentlich eh Privatsphäre. Und ich habe da lange drüber nachgedacht, ob das gescheit ist oder nicht gescheit.
ich habe echt ein Glück gehabt. Ich habe ein Glück gehabt mit meiner Frau, eine wundervolle Frau, die hinter mir steht, neben mir steht. Ich habe ein wundervolles Kind, das mich jeden Tag glücklich macht. Und dann bin ich eigentlich zu der felsenfesten Überzeugung gekommen, ich kann das nicht trennen. Ich kann privat und meine politische Arbeit nicht trennen. Weil in meiner politischen Arbeit geht es genau um das. Da geht es in erster Linie um unsere Kinder, um unsere Familien und um unsere Zukunft. Und deshalb werde ich es auch zukünftig nicht trennen. Darum mache ich das. Und liebe Freunde, lasst uns den Weg der politischen Wende, der politischen Erneuerung unseres schönen Landes gemeinsam gehen. Gemeinsam sind wir stark. Und wenn ich ehrlich bin und den politischen Gegner anschaue, sind wir eigentlich gemeinsam unbesiegbar. Und wir sind bereit, liebe Freunde, wir sind bereit, felsenfest davon überzeugt und bereit, Verantwortung in diesem Land zu übernehmen für die Tirolerinnen und Tiroler, für eine bessere Zukunft. Und deshalb lasst uns dann spätestens im Februar 2018 einen Wahnsinnserfolg für die Freiheitliche Partei verbuchen, damit wir dann schlussendlich auch das in die Tat umsetzen können für ein besseres Tirol und für unsere Tirolerinnen und Tiroler. Herzlichen Dank und Glück auf!